So, hallo und herzlich willkommen zurück. Star Wars. So. Wir müssen reparieren. In Ordnung. Ab geht mir die wilde Luzi. Geradezu. Okay. Ah. Versuchst du mich hier andauernd zu betäuben, Junge? Du musst doch mal treffen. Und ein... Auf die Klappe hier! Wir sind total unterlevelt hier. Was macht der Kira da am Boden? Ach, Kira. Du musst nicht gleich im Boden versinken. Nummer 1. Jetzt müssten wir rüber. Die andere Seite gleich. Gut. Nein! Mensch! Dahin. So, reparieren, reparieren, komm, komm, komm. Da. Jetzt alles voll mit den Hippies. Könnte lange dauern. Kira mit dem Schein wurde weg. Hallo, komm jetzt fall endlich um, Mann. Oh Gott, ja. Ich
dann liebe ich das im Kopf. Keine Sorge. Er macht so viel Damage. Zu der Handwurf hier. Auch wenn er unterlegen ist. Gott, klatsch doch den mal weg, Mann. Ich noch zwei davon nehmen. Meine Fresse, ey. Hm? Haben wir jetzt keine Missy? Tschüss. So, wir reisen jetzt mal zurück. An die Hausorgane können wir gleich. Das dauert das so lange, wenn ich jetzt nochmal da durchlatschen muss alles. Kann man mal kaufen. Melden Schott. Sie Ihre Beschwerden. Das werden wir noch behalten. Sie sind einsatzbereit. So. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Was haben wir denn hier? Keine Sorge. Oh, das ist ja Opus. Statuserhöhung. Egal. So. Ah ja, hier können wir ja einsammeln. Wir haben ja Plündern. Komm, sammel ein. Hopp, hopp, hopp. Hausorgane. Was? Die Leute auf Kurusan sind sicher eifersüchtig. Sammle ein, du Kackwurst. Akku solche, ich glaube, haben wir nicht da. Der hat glaube sowas nicht. Da werden wir jetzt ja mal nicht sterben. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Doch. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten Junge. Zurück. Meine Fresse. Stell dich nicht so an.
Count Alde. Oben. Oh Mann, ey. Ach, was ist denn? Hat jemand einen Kopf heute? Hey, die was da rum sitzt, kann um was tun. Stecken sich hier da alle Kackbohnen. Ja, schön, ich komme hoch. Count Alde, ich arbeite mit Meister Augustin. Ich bin wegen des Todessiegelprojekts hier. Ja, vielen Dank für die Wiederherstellung unserer Kommunikation. Elena, erzählt dem Jedi, was er mir erzählt hat. Ich habe in der Todessiegelforschungsanlage gearbeitet. Wir haben Routinetests durchgeführt, als plötzlich imperiale Truppen durch unsere Sicherheitstüren gebrochen sind. Sie hatten einen abscheulichen kleinen Mann dabei, einen Sith, glaube ich. Wenn das ein Sith war, ist es ein Wunder, dass ihr überlebt habt. Ich wäre tot, wenn der Jedi nicht gewesen wäre. Bevor irgendjemand wusste, was überhaupt geschieht, hat ein einziger Jedi alle imperialen Truppen ausgeschaltet. Meister Orges macht keine halben Sachen. Es tut mir leid, aber der Jedi hat nicht überlebt. Der Sith war zu stark. Erst ist er verschwunden und dann wieder aus den Schatten gesprungen. Er hat euren Freund überrascht und ihn von hinten erstochen. Es war schrecklich. Er war ein großer Jedi und hat mich viel gelehrt. Er war euer... Das wusste ich nicht. Als der Jedi fiel, rief der Sith Verstärkung herbei. Aber keine Imperialen, sondern Killix. Das sind intelligente, menschengroße Insekten, die im Untergrund leben. Fleischfresser, schreckliche Biester. Wie hat der Sith mit ihnen kommuniziert? Oh, sie sind ziemlich hochentwickelt. Das macht sie so gefährlich. Die Viecher sind nur so in die Anlage gestürmt und haben alle in Fetzen gerissen. Ich bin weggerannt. Ihr hättet nichts tun können. Dankt den Sternen, dass ihr überlebt habt und uns diese Nachricht überbringen konntet. Der Sith kontrolliert jetzt das Todessiegel. Wen könnte er als Ziel ausgewählt haben? Ich kann die Spur des Sith in den Forschungslaboren aufnehmen. Das ist verdammt gefährlich. Killix in solch großer Anzahl? Unmöglich, sie aufzuhalten. Win Organa organisiert Friedensgespräche mit den anderen Häusern. Vielleicht will der Sith... So schnell stirbt niemand. Ja, das war nicht überraschend. Ah, wir reden noch mit ihr. Das pack ich noch rein. Das war der Todessiegel-Laser. Er hat Count Alde getötet. Es ging so schnell. Ich habe die Gefahr nicht kommen sehen. Wir müssen hier raus. Es ist nicht sicher. Wir werden alle sterben.
Der Count! Hier, ihr, Hände hoch! Nehmt ihnen die Waffen ab, Leute! Das Gebäude muss abgeriegelt werden! Wir haben ihn nicht getötet. Wir sind hier, um zu helfen. Rücken an die Wand und Hände hoch. Das ist die letzte Warnung. Seid ihr verrückt? Er ist ein Jedi-Ritter. Wir haben nichts damit zu tun. Wir werden eure Identitäten und Alibis später überprüfen. Wenn es stimmt, was ihr sagt, werdet ihr freigelassen. Die Langstreckenkommunikation wurde wiederhergestellt. Es sollte nur ein paar Tage dauern, die Sache zu klären. Leben sind in Gefahr. Ihr werdet alles tun, damit ich Alderaan retten kann. Leben sind in Gefahr. Ich werde alles tun, damit ihr Alderaan retten könnt. Männer, Gebäude sichern. Ich kontaktiere den Sicherheitsdienst der Organas und informiere sie über die Situation. Ihr müsst das Todessiegel finden, bevor dieser Sith wieder jemanden tötet. Hier sind die Koordinaten der Forschungsanlage. Zumindest das, was übrig ist. Ich hoffe, ihr findet etwas Nützliches. Seid vorsichtig, Jedi. Ihr seht, hakt es sowieso. Einen wunderschönen Montag. Haut rein und tschüss.